Jo Leute, was geht? Ich bin's euer Centronix. Und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Let's Play. Was auch jetzt, wie ich bemerke, hier oben rechts über meinem Account auch steht, wie die Welt heißt. Auch nice. In der letzten Folge habe ich gesagt, ich gehe in die Höhle. Dazu warten wir aber erstmal ein Stück, bis das Essen gebraten ist. Das auch jetzt schon gebraten ist. Scheiße. Das heißt, ich muss gleich nochmal Kohle reintun. Komm, Hähnchen, brat noch schnell. Nein! Ein perfekter Balken. Aber das darf ich nicht sagen. Ja gut. Jetzt wird bestimmt mein Video gestrikt. Kappa. Und ich gehe jetzt auch in die Höhle. Falls ihr mich nicht verstanden habt, ich habe gesagt, dann gehe ich jetzt auch mal in die Höhle. Hol auch nur noch schnell hier die Kohle. Holz müsste ich genug haben. Ja, reicht 7 Stück. Ich bleib ja auch nur kurz hier drin. Also vorhabe ich nur für diese Folge eigentlich hier drin zu bleiben. Aber da ich weiß, dass ich es jetzt eh nicht machen werde. Dass ich nicht nur die Folge drin bleibe, sondern auch die nächsten 28 gefühlt. Braucht ihr eigentlich fast gar nicht mehr einzuschalten. Spaß. So, dann gehen wir hier runter. Und ich habe keine Fackeln. Ich dachte, ich hatte mal welche. Oh nein, die Spinne ist da. Jiha! Nein, 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 nein! Hier ist ja eine komplette Höhle. Oh, shit. Ich merke gerade, ich habe gar nicht Koordination anzeigen angemacht. Ah, jetzt weiß ich auch wieder wieso. Ich habe ja gesagt, ich möchte es oldschool-mäßig. Das war dumm. So, jetzt ist es perfekt. Weil dann weiß ich wenigstens, auf welcher Höhe ich bin. Und wie tief ich noch gehen muss. Also Full Eisen? Ja. Ja. Noch 4 würde ich sagen. Also nur noch 4 Eisen. Normalerweise bin ich gar nicht so gut da drin. Hier in Water LMG. Aber manchmal bekomme ich das hin. Das ist ja eine Riesenhöhle, die ich hier gefunden habe. Ich glaube, ich werde wirklich in den nächsten 5 Folgen noch hier drin bleiben. Habt ihr nicht gehört, weil mein Bruder da am Ausrasten ist? Er spielt Fortnite.
Darunter gehe ich erstmal noch nicht. Schon mal ein bisschen Kohle. Und ja. Was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten? Einfach nur, weil ich nichts anderes fragen kann oder nichts anderes sagen kann. Weil mir, wie gesagt, nichts einfällt. Und ich habe gerade gegähnt, also sage ich es nochmal, weil mir einfach gerade nichts einfällt, worüber ich reden kann. Deswegen schreibt mal in die Kommis, was ihr euch zu Weihnachten wünscht von euren Eltern. Ich wünsche mir von meinen Eltern zu Weihnachten eine Nerf, da ich großer Fan von Nerfs bin. Wenn meine Eltern mich fragen, was ich in Rufo kaufen möchte, ich sag Nerf. Naja, früher war es nicht so. Aber früher war auch. Früher. Hier ist auch schon Lava, aber keine Dias. Ist aber auch eine recht winzige Quelle. Oh, hier ist auch nochmal Eisen. Nochmal zur Info, warum ich sage, warum ich nichts esse. Ich muss das Essen sparen, da ich, wie gesagt, die nächsten 5 Folgen gefühlt drin bleiben werde, da die Höhle sau riesig ist. Das heißt, ich darf auch nicht so viele Fackeln verschwenden, da ich auch dann nicht so viel Holz habe, für neue Spitzhacken zu craften. Also jetzt gerade habe ich noch 4 Holz, also jetzt 16. Minus 4 für Crafting Table. Dann nochmal Sticks, minus 2. Oder auch direkt minus 4 sind, habe ich auch schon noch 4. Ja gut. Hier ging es nach oben. Hier nichts. Geht's hier noch irgendwo lang? Hier geht's noch lang. Ich gehe mal hier runter, warte mal. Water LMG. Den habe ich verkackt. Und das sieht sogar sehr gut aus, Leute. Jawollo. Da sehe ich Lapis. Aber auch sehr viel Lava. Und auf Lavahöhe. Dias. Man findet nicht immer auf Lavahöhe. Ich glaube, zwischen 11 und 16 findet man immer Diamanten. Smaragde, Weißschnitt, Gold, Weißschnitt, Eisen, überall gefühlt. Wo Steine ist eigentlich? Also unter 70 kann man Eisen immer finden. Hier ist sau viel Lapis, das ist gut. Und dann kann ich nämlich verzaubern. Und die geben auch viel XP. Hier nochmal Lava und verfickt. Hab's wieder gesagt. Verdammt viel Eisen und Redstone auch noch. Ich habe mal gehört, in der Nähe von Redstone findet man oft Diamanten, aber das stimmt, weiß nicht. Verwandte von mir sagen, nein, das stimmt nicht. Ich denke aber, das stimmt, da ich auch öfters in der Nähe von Redstone Diamanten finde. Vielleicht ist es einfach nur purer Zufall und Glück, aber wer weiß. Und das war's, glaube ich, bitte bei den Eisen. Wenn ich hier, glaube ich, weiter graben würde, würde sogar noch eine verdammt riesige. Oh shit. Meins. Das Redstone baue ich auch ab, da die auch hier Dinge ausgeben. Level. Also XP. Und das war Redstone pur. Gefühlt nur.
Dann gehe ich mal hier noch etwas lang. Hier gibt es auch nichts mehr zu erkunden. Hier ist Lapis. Und Scheiße. Oh! Ey, das war's. Leben vorbei. Wartet mal, guck mal. Was passiert, wenn ich hier diesen Gravel abbaue? Alles fällt rein. Okay, war noch ein Block. So, dann gucke ich doch mal hier, was hier drin ist. Auch nichts. Ich find's blöd, wenn der Gang nicht nur so weit weitergeht. Aber ich find's toll, dass ich hier so eine diese große Höhle gefunden habe. Diamanten. Ich weiß, dass ich hier seid. Deswegen braucht ihr euch nicht zu verstecken. Oh, hier spaltet es sich. Ah, ne, doch nicht. Ich finde nur Redstone, Eisen, Kohle. Alles Mögliche, Leute, aber keine Diamanten. Fuck, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich dachte, ich hätte da gerade einen kleinen Enderman gesehen. Mit einem Steinblock. Gold. Ich glaube, ich finde auch gerade zum ersten Mal Gold, ne? Leute, keine Ahnung, welche Folge das ist. Ich glaube, die siebte. Und wir haben schon Diamanten. Ich würde sagen, in der nächsten Folge erfahrt ihr auch, wie viele das sind. Aber bis dahin, ciao, Leute.